Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich das gewünschte Geschenketipp-Video für euch. Ganz viele hatten mich gefragt, ob ich nicht mal zeigen könnte, was ich meinen Lieben so schenke, was meine Kinder bekommen und so weiter. Dem Wunsch komme ich heute sehr gerne nach. Vielleicht ist ja eine kleine Inspiration für euch dabei und ihr sagt euch, hey, richtig coole Idee hat die Heidi da gehabt, könnte ich auch meinen Lieben schenken. Da würde ich mich natürlich sehr darüber freuen. Ansonsten muss ich, glaube ich, nicht dazu sagen, wie wichtig es ist, Zeit zu verschenken. Gerade in der heutigen Zeit, ne, man hat so viel Stress, man rennt rum und ein Termin nach dem nächsten und so weiter. Denkt einfach mal dran, eure Lieben in den Arm zu nehmen oder zu sagen, hey komm, lass uns mal eine Tasse Kaffee trinken gehen, zur besten Freundin zum Beispiel oder einen Wellness-Tag einlegen, was auch immer. Das Fass möchte ich jetzt gar nicht aufmachen. Ihr wisst, wie ich darüber denke. Ihr wisst, wie sehr ich mir zum Beispiel wünsche, Zeit mit meiner Familie in Italien verbringen zu dürfen oder zu können, was für uns immer sehr schwierig ist. Geschäftlich bedingt ist es einfach, ja, hängt es noch in den Sternen, ob wir an Weihnachten in Italien sein werden. Und darüber bin ich natürlich sehr traurig. Und dieses Geschenk zum Beispiel wäre ja eigentlich unbezahlbar. Also ich könnte mir das jetzt nicht einfach so kaufen, dass ich bei meinen Eltern sitze, ja, und dort zu Abend esse oder mit ihnen ja, Weihnachten verbringe. Also gut, wie gesagt, das Fass wollte ich jetzt eigentlich gar nicht aufmachen. Ich wollte es eben nur ganz kurz anschneiden. Ich habe in diesem Video auch zwei richtig, richtig coole Verlosungen, also zwei richtig fette Geschenke, muss man fast schon dazu sagen. Also materiell gesehen sind die wirklich sehr hochpreisig. Ich habe mich sehr gefreut, als ich davon erfahren habe und ich freue mich jetzt sehr, dass ich euch das zukommen lassen kann. Jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich das Ganze nicht ankündigen werde. Ich werde es nicht in die Überschrift schreiben und ja, im Laufe des Videos werdet ihr mehr davon erfahren. Es wäre jetzt natürlich einfach zu sagen, am Ende des Videos kommt die Verlosung. Nein, das machen wir nicht. Ihr wisst auch warum. Also gut, wir starten durch in dieses Video. Lang genug gequatscht. Oh mein Gott, was für ein langes Intro. Wenn es euch interessiert oder wenn ihr noch Geschenkideen sucht, dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mit dabei bleibt. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß und los geht's. Okay, ich würde sagen, ich zeige euch die Sachen querbeet, Spiele, Schminke und so weiter. Und zwar habe ich jetzt hier mal ein Paketchen, das steht jetzt direkt neben mir. Und zwar Schminke, genau. Wir starten mit Luvia. Und zwar habe ich hier ein Pinselset und zwei Paletten, die ich euch gerne zeigen möchte. Ihr wisst ja, dass ich einige Paletten, Lidschattenpaletten von Luvia schon habe. Diese beiden hier gehen an meine Schwester. Und zwar habe ich einmal diese Rose Golden Eyeshadow Palette und diese Golden Eyeshadow Palette. Die ist matt und die ist eben ja, mit ein wenig Glitzer. Und wie schön ist bitte dieses Packaging von Luvia. Also das übertrifft wirklich alles. 24,99 Euro kostet so eine Palette. Und das ist wirklich unglaublich. Schaut euch das bitte mal an. Ihr habt hier dieses Satin-Bändchen. Ihr zieht daran und dann holt ihr euch die Palette raus. Wie schön ist das bitte? Also für knapp 25 Euro ist es ja wohl wirklich der absolute Hammer. Natürlich ist jetzt nicht das Packaging unbedingt so wichtig, aber für uns Frauen, das macht natürlich viel aus. Viel wichtiger ist natürlich, was darin enthalten ist. Und ich habe euch schon so, so oft von diesen Lidschattenpaletten erzählt, weil ich wirklich sehr begeistert bin. Diese hier ist ein Dupe zu einer Urban Decay Palette. Jetzt, wo ihr es seht, wahrscheinlich werdet ihr wissen, welche ich meine. Und die matte Lidschattenpalette, die gefällt mir zum Beispiel total gut. Da habe ich ja auch schon Hit the Pan, habe ich euch auch schon gezeigt. Meine Schwester wird sich riesig darüber freuen, weil sie mir das jetzt schon öfters gesagt hat, wie schön die Paletten sind, die ich da immer in die Kamera halte. Da ist auch ein kleiner Pinsel mit dabei. Also wenn ihr jemandem eine Freude machen möchtet, der sich gerne schminkt oder die sich gerne schminkt, war das jetzt gerade Deutsch, jedenfalls wird sie sich mit Sicherheit oder wird er sich mit Sicherheit sehr darüber freuen. Dann habe ich natürlich passend dazu noch die Pinsel. Oh mein Gott, wie schön sind die bitte. Ich traue mich gar nicht, das jetzt auszupacken, weil es ja für meine Schwester ist. Jedenfalls werde ich die für mich auch noch bestellen, weil ich die super edel finde. Hier eben mit diesem Schwarz und Rose Gold. Ich kann euch kurz meine zeigen. Und zwar sehen meine jetzt so aus. Ich habe die hier mit diesem Rosa und dem Rose Gold. Da sind wirklich alle dabei, die man so benötigt. Jetzt hier für Puder, dann zum Beispiel für die Kontur, ja, für die Augen natürlich logischerweise, für den Highlighter und so weiter. Also ihr habt alles dabei. Es gibt ganz viele verschiedene Varianten an Pinselsets,
die ihr euch bestellen könnt. Da könnt ihr einfach mal vorbeischauen. Und diesen Behälter hier, den gibt es auch in verschiedenen Farben. Da könnt ihr gerne mal schauen, was ihr eben ja, so bevorzugt. Dann möchte ich euch unbedingt auch noch zwei Schätzchen von Luvia zeigen, die ich schon länger habe und von denen ich so begeistert bin. Also zum einen ist es diese Konturpalette, mit der ja, schminke ich tatsächlich auch meine Augen. Ich mag die Farben super gerne, gerade diese Brauntöne, das wisst ihr ja. Und zum Konturieren natürlich einzigartig. 20 Euro kostet die, also 19,99 Euro. Unglaublich, wirklich. Aber das absolute Highlight für mich ist die Highlighter-Palette, auch für knapp 20 Euro. Also ich glaube, ich bin für den Rest meines Lebens mit Highlighter erstmal bedient, weil ich die so, so schön finde. Die sind so unglaublich buttrig. Die geben so einen schönen Glow-Up für 20 Euro, Leute. Das ist wirklich nicht deren Ernst. Ich habe jetzt hier extra mal meinen Bäcker geholt. Mal so als Vergleich, damit ihr das seht. Ich habe damals knapp 60 Euro bezahlt. Den gibt es jetzt für 40 Euro. Ich habe jetzt hier auch Hit the Pan. Ich würde nie mehr so viel Geld für einen Highlighter ausgeben. Der ist wunderschön, das ist keine Frage. Ne? Es ist halt ein High-End-Produkt. Aber mit 20 Euro, Leute, mit 20 Euro seid ihr echt krass bedient. Also, falls ihr vielleicht noch Schülerin seid oder Studentin, was auch immer und ja, nicht ganz so viel Geld in Beauty-Produkte investieren möchtet, dann kann ich euch diese Highlighter-Palette wirklich nur ans Herz legen. Jetzt kommen wir mal zu den etwas Jüngeren unter euch, die vielleicht nicht so viel Taschengeld haben, aber der Mama eine kleine Freude machen möchten oder der großen Schwester. Ich habe hier noch diese Pinselseife von Luvia. Die kostet knapp 11 Euro, meine ich. Die riecht jetzt nach Lavendel. Und oh mein Gott, das ist jetzt meine neue. Wer mir auf Snapchat folgt, der hat gesehen, dass ich die andere komplett aufgebraucht habe. Und ja, das ist jetzt nochmal so ein ganz kleiner Tipp für euch. Luvia hat auch wunderschöne Lippenprodukte. Ich habe euch den jetzt hier gerade mal geswatcht. Den trage ich auch auf meinen Lippen. Oh mein Gott, ich liebe ihn. Das ist total buttrig und wollte ich heute unbedingt auch mal in diesem Video erwähnen. Wenn ihr eben auch eine Kleinigkeit verschenken wollt, seid ihr damit sehr, sehr gut bedient. Luvia gibt es jetzt auch ganz, ganz neu bei Douglas, was ich richtig cool finde, endlich online bei Douglas zu kaufen. Ich werde euch aber trotzdem alle Produkte mal raussuchen, die ich euch heute in diesem Video zeige. Werde sie euch unten in die Infobox packen, damit ihr nicht lange danach suchen müsst. So, das war jetzt erstmal genug Beauty-Gequatsche. Jetzt kommen wir mal zu meinen Kindern und zum ersten Teil der Verlosung. Okay, also kommen wir zu meinen Jungs. Jetzt muss ich ein bisschen leiser sprechen. Die sind nämlich drüben in der Küche. Meine Jungs werden Nintendo Switch bekommen. Yay! Und soll ich ehrlich sein? Ich freue mich auch schon riesig drauf, damit zu spielen. Wir waren ja beim Nintendo-Event und irgendwie, also ich bin ja eigentlich für sowas nicht so zu haben. Ich habe halt keine Zeit dafür. Und wir haben das Spiel so gespielt, ich voll Feuer und Flamme, ne, da total am Spiel. Da kommt Alessandro, Mama, darf ich jetzt auch mal testen? Und ich so, ja, okay, wenn es unbedingt sein muss. Jedenfalls freue ich mich auch darauf. Das zu spielen, das ist so cool. Also gerade dieses Mario Odyssey, dieses ganz neue Spiel, das ist richtig genial. Und wir haben noch das hier dabei. Richtig cool, das habe ich auch mit Alessandro gespielt. Falls ihr mein Nintendo Event Video noch nicht geschaut habt, dann verlinke ich es euch gerne mal unten in der Infobox. Ich finde, das ist so ein schönes Video geworden. Das haben die meisten nicht in der Abo-Box gehabt, was mich super traurig gemacht hat, weil ich mich ja so ins Zeug gelegt habe und so viel Spaß hatte beim Schneiden und so. Also falls ihr da noch vorbeischaut, würde ich mich riesig freuen. Ich darf verlosen. Jetzt kommt's. Achtung, 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 eine Durchsage. Ja, war ja klar, jetzt klingelt's. Oh Mann, ich hoffe, es ist jemand unten, der aufmacht. Moment. Okay, tada, das ist für euch. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Und zwar eine Nintendo 3DS mit dieser, ja, Verschalung. Ich weiß gar nicht, wie sich das nennt. Auf jeden Fall richtig cool. Und ich habe noch das Merch zu dem Dreier hier, diese Style Boutique. 3 Styling Star. Ich kenne mich leider damit überhaupt nicht aus. Ich habe ja nur Jungs. Auf jeden Fall sieht es trotzdem sehr interessant aus. Und ich freue mich riesig. Ich freue mich wirklich riesig, dass ich euch den zukommen lassen darf. Wie geil ist das bitte? Und es geht noch weiter. Ich habe jetzt hier noch ein T-Shirt für euch. Tada! Wie geil ist das bitte? Das geht auch noch an euch. Und dann darf ich noch 2 Brettspiel-Modus
Spiele verlosen, die eben für die Switch sind. Ja, alle Teilnahmebedingungen schreibe ich euch unten in die Infobox. Das ist jetzt erstmal die erste fette Verlosung, die an euch geht. Ich hoffe, ihr freut euch. Wie gesagt, ich habe noch eine zweite. Also meine Kinder werden sich auf jeden Fall riesig über die Nintendo Switch freuen mit diesem Mario-Spiel. Oh mein Gott, das wird ein Fest. Und ich freue mich auch schon riesig. Ich hoffe, dass ich auch mal dazu kommen werde, damit zu spielen. Ich hoffe, ihr freut euch über meine Verlosung. Wie gesagt, es wird jetzt gleich auch noch eine Verlosung geben. Und jetzt kommen wir noch zu einem weiteren Spielchen, das ich richtig cool finde. Vielleicht auch als Tipp für euch, wenn ihr zum Beispiel noch was für euer Patenkind sucht oder eben für eure Kinder. Dieses Invisible Ink, das haben wir ja schon so oft gespielt. Ganz viele haben mich noch danach gefragt, fanden es auch richtig cool. 24,99 Euro kostet es und es hat wirklich die ganze Familie damit Spaß. Der Max, der ist ja 18, Alessandro ist 11 und wir sitzen trotzdem alle an einem Tisch und spielen. Zusammen mit meinem Mann, dann sonntags. Es ist so genial und zwar... Ja, sind es so Geheimagenten, da ist so eine Brille mit dabei für jeden und je nachdem, was der Würfel halt sagt, muss sich entweder derjenige, der malt mit diesem Spezialstift oder eben alle diese Brille aufsetzen und durch diese Brille sieht man diesen Stift nicht und muss dann anhand der Handbewegung erahnen, was derjenige malt. Was er malt, steht auf einer Karte, die man vorher natürlich zieht und so weiter. Das ist total einfach, aber macht wirklich riesig Spaß. Also vielleicht ist es was für euch und eure Familie oder wie gesagt, für Verwandte, für die Cousine oder. Verlinke ich euch sehr, sehr gerne mal unten in der Infobox und jetzt kommen wir mal zum Geschenk für meine Mama. Ich habe hier noch ein paar Sachen für meine Kinder, ne? Zeige ich euch auch gleich, aber ich möchte natürlich ein bisschen Abwechslung reinbringen. Jetzt zeige ich euch das Geschenk für meine Mama. Oh mein Gott, ist der schwer. Und zwar wird meine Mama etwas für den Haushalt bekommen. Meine Mama ist total pingelig. Also wenn wir keine Tische hätten, dann könnten wir vom Boden essen tatsächlich. Also bei der ist es wirklich super sauber. Aber meine Mama wird natürlich auch älter und ich habe mir so ein Schätzchen auch gegönnt. Und zwar nennt er sich Bobby. Dazu wird es bald ein Video geben. Ich teste Bobby aber noch ausgiebig für euch. Und werde ich dann ein Video hochladen. Jedenfalls ist das Mamas neues Schätzchen hoffentlich. Und zwar ist es ein Staubsaugerroboter, den ich bei Amazon bestellt habe. Ich bin gespannt, was meine Mama dazu sagen wird, weil meine Mama von solchen Dingen nicht so begeistert ist. Also ich habe ihr vor 2 Jahren zu Weihnachten eine Geschirrspülmaschine gekauft, die sie auch erst nicht nehmen wollte, weil mit der Hand wird ja alles ganz besonders sauber und so und Spülmaschinen sind sowieso total blöd. Und jetzt ist meine Mama total glücklich, dass sie eine Geschirrspülmaschine hat. Bobby ist jetzt für mich auch kein Ersatz, dass ich jetzt nicht mehr putze oder so, aber es ist eine wahnsinnige Erleichterung. In der Zeit koche ich oder mache halt irgendwas anderes und das ist schon echt ein wahres Schätzchen, muss ich wirklich dazu sagen. Ich hoffe, dass die Mama sich freut. Machen wir weiter mit einem anderen Schätzchen, das bei mir in der Küche steht und zwar ist es mein Mulex. Ganz, ganz viele fragen mich nach meinem Mulex. Ja, was soll ich sagen? Der Mulex, der ist tatsächlich jeden Tag, so gut wie jeden Tag in Verwendung. Ihr könnt damit einfach ruckzuck leckeres Essen zubereiten. Gemüse wird ganz schnell und vitaminschonend gegart. Ihr könnt damit kochen, backen, grillen, schmoren, dünsten. Und es ist einfach eine unglaubliche Zeit- und Energieersparnis. Also es ist wirklich unglaublich. Auf der Mulex-Seite gibt es ganz, ganz viele tolle Schätze. Jeder, der mir auf Snapchat folgt, der weiß, wie sehr ich ihn liebe und wie oft ich ihn benutze. Ich habe dazu auch einen Rabattcode für euch und zwar könnt ihr da einfach mal in der Infobox vorbeischauen. Und zwar habe ich für das komplette Set 40% Rabatt, was richtig krass ist, und für das normale Set 20%. Ich weiß, dass das wirklich eine Investition ist, das ist überhaupt keine Frage, aber gerade wir Frauen, ja, managen den ganzen Haushalt und sind fleißig und da ist es doch echt schön, wenn man sich so eine Art Zeitersparnis einfach gönnen kann und nicht ständig im Stress ist und diese ganze Kocherei und man möchte ja auch was Leckeres für seine Familie kochen, ja. Und bei mir ist es einfach so, dass ich ja unglaublich viele Termine habe und im Mulex zum Beispiel einfach die Dinge schon mal reinlege, vorbereite und das Ganze dann wirklich so eine halbe Stunde kocht und ich in der Zeit eben andere Dinge machen kann, ne? Also wenn ihr auch so kochbegeistert seid wie ich, dann sprecht am besten mal mit eurem Mann. Oder falls jetzt Männer zuschauen, dann wisst ihr schon mal Bescheid, worüber sich eure Frau vielleicht freuen würde, wenn sie eben auch gerne kocht. Oder andererseits, wenn sie eben nicht so gerne kocht, ist es auch ein wirklich wahres Schätzchen, weil man einfach schnell fertig ist damit.
Eine 15-jährige Servicegarantie ist übrigens auch mit dabei, wollte ich nur noch ganz kurz erwähnen. Machen wir weiter mit meinen Jungs. Genau, wie gesagt, ich mache alles querbeet. Und zwar wünscht sich der Max diese Brille hier, Samsung Gear VR, keine Ahnung. Also für mich ist es nichts. Wir waren auf der Zeil in Frankfurt im Samsung Shop und er hat mir diese Brille aufgesetzt. Mir wurde es total schwindlig. Es geht ja die ganze Zeit dann so, ne? Dann bewegst du dich und irgendwie habe ich gesagt, okay Max, Brille wieder runter, das ist nichts. Aber er wird definitiv seinen Spaß damit haben. Der Gianluca wünscht sich dieses Teilchen hier, Samsung Gear 360. Keine Ahnung, kann ich euch nicht so viel dazu sagen. Der Lissandro wünscht sich eine Drohne. Haben wir noch nicht das Passende gefunden. Ich bin da noch dabei am Recherchieren. Es ist gar nicht so einfach, jetzt eine zu finden, die nicht ganz so teuer ist. Ich habe halt total Angst, die Dinger fliegen in die Luft und dann fallen sie vielleicht runter und sind kaputt. Falls ihr da vielleicht einen Tipp für mich habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Da können wir uns ein bisschen austauschen. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Jetzt am Samstag wollten wir nochmal losgehen, nochmal irgendwie gucken. Vielleicht finden wir ja noch die passende Drohne für den Lissandro. Der Moritz hat letztes Jahr eine Apple Watch bekommen zu Weihnachten, wünscht sich dieses Jahr ein neues Wechselarmband und Kopfhörer. Die haben wir jetzt aber auch noch nicht besorgt. Da müssen wir am Samstag auch noch schauen. So viel jetzt erstmal zu meinen Kindern. Meinem Papa habe ich ja schon Dinge gekauft, habt ihr schon in meinen Vlogs gesehen, auch für meinen Mann. Und jetzt kommen wir aber mal zu einer Geschichte, ja, die mich jedes Jahr total beschäftigt. Und zwar mache ich mir dazu immer ganz, ganz viele Gedanken. Ich möchte Menschen beschenken, mit denen ich das ganze Jahr arbeite. Allerdings sehen wir uns immer nur ganz kurz. Es darf kein großes Geschenk sein, denn es sind verschiedene Ämter, mit denen ich da arbeite. Und das ist natürlich immer schwierig, das ist verboten. Es kommt von Herzen, es ist eine Kleinigkeit und ich möchte es euch trotzdem zeigen, weil ich finde, dass es einfach eine richtig schöne Idee ist. Ich bin da irgendwie auch ein bisschen stolz drauf, wenn ich ehrlich bin, denn sie werden diese wunderschönen, ja, Kaffeebecher, Kakaobecher, Milchbecher, nennt es wie ihr es wollt, dieses wunderschöne Glas jedenfalls bekommen. Es gibt ganz viele verschiedene, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen auf der Leonardo-Seite. Ich werde da Süßigkeiten reinpacken, Ferrero-Küsschen oder Ferrero-Rocher, mal schauen, Zellophan außenrum und dann werde ich das überreichen mit einem kleinen Zweig noch dran, eine schöne Karte und mich einfach für das ganze Jahr bedanken für die gute Zusammenarbeit. Und ich glaube, sie werden sich sehr darüber freuen. Ich habe ja noch einen Rabattcode für euch über 10% und dieses Glas hier kostet 4,95 €. Also ich glaube, da kann man wirklich nichts falsch machen. Also ihr müsst ja dann noch den Rabatt abziehen und dann habt ihr wirklich ein wunderschönes Geschenk vielleicht für eure Nachbarin oder für die Postbotin. Wir haben eine Postbotin anstatt einen Postboten und die wird auch so eine Kleinigkeit von mir bekommen. Ich habe jetzt hier ganz viele, so sehen die aus. Und ja, ich bin ganz glücklich, ich kann es gar nicht sagen, also ja, ich grinse wahrscheinlich total, tut mir leid dafür, aber ich bin so begeistert in diesem Jahr über das Geschenk und wir haben so ein Ritual, mein Mann und ich, wir gehen immer kurz vor Weihnachten hin, also so am 22. und dann überreichen wir das und bleiben auch nicht lange, die haben natürlich nicht lang Zeit, wir haben nicht lang Zeit, wir müssen alle arbeiten. Und dann reden wir eben ganz kurz, überreichen die Geschenke, die bedanken sich. Wir sind auch tatsächlich die einzige Firma, die das macht. Und dann freuen die sich immer total. Und ja, ich freue mich auch total, das überreichen zu können. Ihr merkt schon, ne? Oh mein Gott, voll kindisch. Jedenfalls habe ich jetzt hier dann noch diese wunderschöne Schale von Leonardo. Machen wir einfach mal weiter, weil ich könnte mich ewig darüber unterhalten. Jedenfalls geht die noch an meine Mama. Ich habe die ja in etwas kleiner. Meine ist rot innen drinne. Jedenfalls ist die super edel. Ich glaube, die kostet 24,95 €. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Schaut da gerne mal auf der Leonardo-Seite vorbei. Die haben ja auch wunderschönen Schmuck zum Beispiel auf deren Seite. Das wissen ganz viele nicht. Jedes Mal, wenn ich angesprochen werde auf meine Ringe oder auf meine Ohrringe, auf die Kette, was auch immer, dann sage ich, ja, die ist von Leonardo Glas. Wie Leonardo macht auch Schmuck. He? Die haben doch nur Gläser und Schalen und Vasen. Und dann sage ich immer, nein, die haben auch wunderschönen Schmuck. Ihr könnt euch das Ganze auch personalisieren. Also ihr könnt eine wunderschöne Kette bestellen und dann eben den Namen eurer Mama draufschreiben oder was ihr eben möchtet. Unglaublich. Das wissen wirklich viele nicht. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Den Link verlinke ich euch auch nochmal unten in der Infobox. Ich habe jetzt hier zum Beispiel diesen wunderschönen Ring, der ist ganz neu. Oh mein Gott, ich habe mich so verliebt in diesen Ring, ja. Und zwar ist der Gold mit drin, Rose Gold und Silber. Und ich trage ja im Moment so, so gerne goldenen Schmuck. Hier auch die Uhr, da kommen wir gleich noch dazu.
eine mega Verlosung für euch. Und ich finde das so cool, dass ich eben alle drei Farben habe und dass der so edel aussieht. Oh mein Gott, ich bin schwer verliebt. Wirklich. Oh mein Gott. Ich kann es gar nicht sagen. Bestes Geschenk ever. Okay, also gut. Soviel zu Leonardo. Jetzt kommen wir, wie versprochen, noch zu einer weiteren Verlosung. Und dann zeige ich euch noch einen Geschenketipp. Genau, den habe ich hier vorne stehen. Und zwar habe ich eine neue Uhr von Undone Watches. Jedenfalls wollte ich halt eine goldene. Und das ist bei denen richtig cool, weil ihr die Möglichkeit habt, euch die Uhr so zusammenzustellen, wie ihr sie eben möchtet. Ihr könnt euch eben die Armbänder nach verschiedenen Farben aussuchen, das Ziffernblatt eben außenrum in Silber oder in Rose Gold, in Gold und so weiter. Und was richtig cool ist, ihr könnt euch euer Bild, was ihr aussucht, entweder aufs Ziffernblatt drauf machen lassen oder hinten drauf. Und ich habe hinten drauf das Bild von meiner Mama und von mir. Und das ist so, so schön. Die Uhr sieht so unglaublich edel aus. Mir gefällt sie total gut. Und wie gesagt, es gibt total viele verschiedene Möglichkeiten. Die Daten kann man sich auf die Rückseite bzw. auf das Ziffernblatt drucken lassen. Und es gibt ein Automatikuhrwerk oder ein Hybrid-Quarzuhrwerk. Und da seid ihr auch wirklich sehr, sehr gut bedient auf deren Seite. Und jetzt kommen wir zur Verlosung. Ich darf so eine Uhr an euch verlosen. Das heißt, ihr könnt euch die Uhr so zusammenstellen, wie sie euch eben am besten gefällt. Die kann einen Wert bis zu, ich glaube, $750 haben. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Schaut da gerne mal vorbei auf deren Seite. Auf jeden Fall ist es wirklich eine sehr, sehr edle und kostbare Uhr, die ich verlosen darf, worüber ich mich natürlich sehr freue. Dazu kommen wir noch später, was die Teilnahmebedingungen angeht. Wir kommen zu einer weiteren Uhr und zwar wird die auch noch an meine Schwester gehen. Die ist von Daniel Wellington. Die habe ich euch auch schon auf Snapchat gezeigt. Wenn ihr euch für eine Uhr von Daniel Wellington entscheidet, für dieses Bundle, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, dann ist dieses Geschenkteil hier dabei, diese wunderschöne Verpackung. Ihr macht es auf und dann habt ihr eben diese Verpackung noch mit darin enthalten. Ich habe mich jetzt für diese Version hier entschieden und zwar einmal dieses Chaff oder Kaff, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, diese wunderschöne Uhr. Und ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr das Ganze jetzt noch bestellt, dass ihr das wirklich unterm Tannenbaum habt. Also wenn ihr es bis zum 20. bestellt, richtig cool. Diese ganze Aktion, die gibt es noch bis zum 31.12. Ich habe einen richtig fetten Rabattcode noch für euch und zwar einmal 15% von mir und zusätzlich noch 10% von Daniel Wellington, schreibe ich euch auch nochmal alles in die Infobox. Ihr habt die Möglichkeit, euch zwei Uhren zum Beispiel zu bestellen in diesem Bundle und eben diesen Rabattcode anzuwenden oder so, wie ich es gemacht habe. Oder zum Beispiel eine Uhr und ein Wechselarmband. Finde ich eine richtig schöne Idee und meine Schwester wird sich mit Sicherheit sehr darüber freuen. Wenn ihr auch hier sparen wollt, dann wie gesagt, schaut unten in der Infobox mal nach. So wie eben für Leonardo den Rabattcode. Rossella Mir 10 nennt er sich bei Leonardo, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es dazu gesagt habe. Jedenfalls freue ich mich, dass ich euch da ja immer sowas zukommen lassen kann, sodass ihr eben auch Geld spart. Machen wir weiter ganz kurz noch mit einer Sache, mit der letzten Sache, die ich heute für euch habe. Und zwar geht es auch weiter noch um Schmuck. Und zwar geht es um Meinpunkt. Ihr wisst ja, wie sehr ich meine Kette liebe von Meinpunkt. Die ist ja ganz neu, die habe ich euch auch schon in meinem Vlog gezeigt. Auch hier habe ich noch einen Rabattcode für euch. Und zwar nennt er sich RossellaMir17. Wenn ihr da eben was Schönes verschenken möchtet, wenn ihr etwas Schönes für euch bestellen möchtet, schaut da auch gerne mal vorbei auf Meinpunkt. Da gibt es unglaublich schönen Schmuck. Ich behänge mich ja total gern mit Schmuck, wie man sehen kann. Ne? Die Ohrringe sind übrigens auch von Leonardo eben, ja, ganz neu. So, meine Lieben, das war also ein Teil der Geschenke, die an meine Lieben gehen. Ich hoffe, es war eine kleine Inspiration für euch dabei und das Video war vielleicht ein bisschen hilfreich. Oder ihr sagt, nee, Heidi, ich hatte einfach nur Spaß zuzugucken und zu schauen, was du so verschenkst. Und jetzt kommen wir noch ganz kurz zur Verlosung und zwar wegen der Uhr und dem Nintendo 3DS. Zusammen mit dem Spiel, dem Merch und den zwei Brettspielen, die ich eben verschenken darf. Schaut da gerne mal unten in die Infobox. Ich schreibe euch dazu alle Teilnahmebedingungen rein, weil ich glaube, dass ich jetzt wirklich viel zu viel gequatscht habe in diesem Video. Ich erkläre euch alles in den Teilnahmebedingungen und auch die ganzen Produkte verlinke ich euch nochmal. Und ja, dann hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Abonnieren ist kostenlos, das wisst ihr, dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss, ich gehe jetzt Geschenke einpacken. Schaut mal da draußen, es ist voll dunkel. Könnt ihr das sehen im Spiegel? Es ist unglaublich. Wir haben es erst 4:30. Unglaublich. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.